1462. Nach dem Fall von Konstantinopel stürmte unter dem Banner des Islam eine gewaltige türkische Streitmacht nach Europa und fiel die gesamte Christenheit bedrohend über Rumänien her. In Transsilvanien stellte sich den Eroberern ein rumänischer Ritter vom Heiligen Orden des Drachen, genannt Dracul, entgegen. Gegen landläufiger Meinung kann sich, wie andere nächtliche Wesen, auch der Vampir durchaus bei Tage frei bewegen, obwohl es nicht seine natürliche Zeit ist. Seine Kräfte nachlassen. Follow me. Come on, follow me.
Schmerz trinke ich.